Okay, so, also der Gegenstand unserer heutigen Vorlesung ist die klassische Konditionierung. Wir haben uns ja gestern schon über verschiedene Modelle verständigt, die dazu geeignet sind, über die Ursachen von Erkrankungen oder auch über die Aufrechterhaltung von bestimmten krankheitserzeugenden oder krankheitsverstärkenden Mechanismen zu sprechen. Und wir haben uns dabei über psychodynamische Modelle verständigt, wir haben über verhaltenstherapeutische Modelle, über psychobiologische Modelle gesprochen. Und die klassische Konditionierung, die gehört in die psychobiologischen Mechanismen. Bevor wir uns mit dieser Thematik beschäftigen, die hochinteressant ist und einen großen Einfluss hat auf bestimmte Veränderungen körperlicher Prozesse, lassen Sie uns erst die Prüfungsfragen behandeln. Krebskranke enthalten zur Tumorbehandlung oft Medikamente, also Chemotherapie, die als Nebenwirkung Übelkeit auslösen können. Manche Patienten entwickeln im Lauf der Therapie allein schon dann Übelkeit, wenn sie vor Beginn des Behandlungszyklus den Geruch des Krankenhauses wahrnehmen. Wir bezeichnen das als antizipatorische Übelkeit. Also antizipatorisch heißt, ich nehme an, ich nehme im Vorfeld an, ja, ich assoziiere. Dieses Phänomen lässt sich durch klassische Konditionierung erklären. Worin besteht in diesem Beispiel der sogenannte unkonditionierte Stimulus? A. Angst vor der Behandlung, B. chemotherapeutisches Medikament, C. Übelkeit als Folge des Krankenhausgeruchs, D. Übelkeit als Folge des Medikamentes, E. Wahrnehmung des, des Krankenhausgeruchs. So, das heißt, wir werden uns also heute, wie Sie sehen, schon mit den unterschiedlichen Phasen beschäftigen. Sie hatten die Grundlagen sicherlich damals noch vor dem Abitur. Jetzt geht es aber darum, diese Grundlagen auszubauen und sie mit physiologischen Prozessen zu verbinden. Okay, so gehen wir also nochmal zurück zu dem Beispiel, wie wir es noch in der Schule gelernt haben, also zu Ivan Pavlov, der folgende Story erlebte und so wie es oft bei großartigen Forschungsergebnissen ist, ihm sozusagen der Zufall geholfen hat, zu diesen Ergebnissen zu kommen. Er wollte eigentlich als Physiologe nichts weiter als den Umfang des Speichels messen, der produziert wird, wenn der Hund den Geruch des Fleisches wahrnimmt. Das war seine ursprüngliche Intention. Dazu hat er eine Fistel hier in diesem Bereich des Hundes angebracht und mit einem gewissen Auffangbeutel versehen, um eben sozusagen die Menge des Speichels messen zu können. Ja, so, und eines Tages kommt einer der Wärter zu ihm und sagt, weißt du was, da ist irgendwas komisch. Also eigentlich, habe ich beobachtet, beginnt es alles schon, wenn ich nur die Tür aufschließe. Also ich weiß ja nicht, ob du mit deinem Experiment so wirklich richtig bist, aber mit dem Geruch des Fleisches scheint das irgendwie nicht so viel zu tun zu haben. Ja, so hat er ihm also mitgeteilt, ne? Toll, wenn man so eine Mitarbeiter hat, ja, die da so mitdenken. Und das brachte den Pavlov auf die Idee, das genauer zu untersuchen. Und er entwickelte das Experiment, was Sie kennen, ne, wo also er eine Assoziation zwischen einer Klingel und dem Geruch des Fleisches bot. Und wie sah das nun aus? Das heißt also, dem Hund wird ein Knochen gezeigt und der Hund produziert Speichel. Das hat erstmal überhaupt nichts mit Konditionierungen zu tun. Das ist eine schlichte physiologische Reaktion. Ne? So. Das heißt, in dem Moment ist der Knochen der unbedingte Reiz und das Sabbern des Hundes die unbedingte Reaktion. Ne? So, also vollkommen klar, hier sind erstmal überhaupt keine Assoziationen, nichts von Konditionierung, beides steht nicht unbedingt im Zusammenhang, sondern ist schlicht eine klare physiologische Reaktion. Jetzt kommt aber ein neutraler Reiz dazu, wie zum Beispiel ursprünglich, dass der Wärter die Tür öffnete und damit natürlich der Schlüssel klapperte. Das hat Pavlov ersetzt durch einen standardisierten, ja, neutralen Reiz, nämlich das Läuten der Glocke zu einer bestimmten Zeit. Und dieser neutrale Reiz ist auch kein konditionierter Reiz. Würde der Hund einfach nur eine Glocke hören, würde er niemals mit Speichelproduktion reagieren. Ja, deswegen neutral. Ja. So, wenn jetzt aber die Glocke
vor dem Hund geläutet wird und nur Sekunden später wird ihm der Knochen gezeigt, dann kommt es zur Speichelproduktion. Das heißt, es kommt zu einer Reaktion auf die Glocke und zugleich auf den Speichel. Das heißt, im nächsten Schritt, der Hund assoziiert das Läuten der Glocke mit dem folgenden Knochen. Und diese Assoziation ist die eigentliche Konditionierung. Und jetzt wird aus dem neutralen Reiz ein konditionierter Reiz. Ja? Und das reicht also, wenn der Wärter nun den Käfig oder die Tür öffnet, es sozusagen klappert, ja, oder die Glocke läutet und schon kommt es zur Speichelproduktion. Das heißt, der neutrale Reiz hat sich assoziiert mit dem unkonditionierten, ja, dem unbedingten Reiz und wird damit zum konditionierten Reiz. Ist das soweit verständlich? Ne, das ist der Hauptmechanismus für die klassische Konditionierung, der eben in der Realität passiert. Und da ist es dann eben nicht die Glocke, sondern dann ist es zum Beispiel der Stress, ja, der sich verbindet mit einer bestimmten Symptomatik, meinetwegen so wie ich Ihnen gestern von der Lupus-Patientin erzählte, ne, dass also ein Virus war und die hat einen Schub bekommen aufgrund des Virus. Aber parallel dazu gab es natürlich massive Stresssituationen, wie zum Beispiel, dass sie den Urlaub der Familie damit verhindert hat und damit natürlich einigen Kummer in die Familie gebracht hat. So, und dieser Stress sozusagen verbunden mit der Angst, dass das ja wieder passieren könnte, weil sie ja wusste, ne, dass die Krankheit chronisch ist, wurde aktualisiert genau ein Jahr später, als es eben wieder um den Urlaub ging. Und in dem Moment war die Gefahr, dass sozusagen die Glocke, die den Speichelfluss produziert oder die Speichelproduktion hervorruft, dass jetzt der Stress den Schub hervorruft. Ja, so, es ist ein klares Lernen, wo aus dem neutralen, ursprünglich neutralen Reiz der konditionierte oder bedingte Reiz existiert. Ja. So, das heißt, der Hund hat in dem Moment gelernt oder das körperliche System des Hundes hat gelernt und es hat sich ein konditionierter Reflex herausgebildet. Gehen wir jetzt zu einem weiteren klinischen Beispiel aus der Onkologie. Wir haben also hier die Zytostatika, das heißt also die Chemotherapie, die Übelkeit hervorrufen können. Das ist eine ganz bekannte Reaktion, ja, einfach aus dem Grunde, weil die Zytostatika bestimmte Rezeptoren im Magen aktivieren, die dann sozusagen die Übelkeit signalisieren. Und wir haben auf der anderen Seite den Krankenhausgeruch, der nach einem bestimmten Lernprozess ebenfalls die Übelkeit hervorrufen kann. Und wir haben die Assoziation zwischen beiden. Ja, das heißt, dass die Gabe von Zytostatika, der Chemotherapie und dem Krankenhausgeruch die Übelkeit hervorruft. Was bedeutet das? Wir haben hier die Zytostatika, die erstmal noch gar kein Lernen, wenn man das erste Mal einnimmt, bedeuten, sondern schlicht und ergreifend eine klare körperliche Reaktion im Magen in Verbindung mit dem Gehirn hervorrufen. Ja? So. Und das heißt, hier haben wir einen unbedingten oder unkonditionierten Reiz, dem eine unkonditionierte, unbedingte Reaktion folgt. Ja, hier haben wir den Krankenhausgeruch, der erstmal in Bezug auf die Übelkeit ein neutraler Reiz ist. Ja, so, wenn der sich jetzt aber verbindet, ja, mit der Erfahrung, dass das Zytostatika Übelkeit hervorrufen kann, wird aus diesem ursprünglich neutralen Reiz ein bedingter Reiz, ein konditionierter Reiz, der diese konditionierte Reaktion hervorruft. Ja, ich habe Ihnen auch zum besseren Verständnis, weil das immer so viele Begriffe sind und eben wie gesagt gerne auch im Physikum ganz konkret danach gefragt wird, so wie ja unsere Frage jetzt auch, ne, die wir uns angeguckt haben, das schon zeigte, das alles nochmal aufgelistet. Also US oder UCS steht für unkonditionierter, ursprünglicher oder auch unbedingter Reiz. UR, UCR steht für unkonditionierte, das heißt also ursprüngliche Reaktion, auch unbedingte Reaktion. NS steht für neutraler Stimulus, CS ist dann der konditionierte Reiz, der ursprünglich der neutrale Reiz war, und die CR ist die konditionierte Reaktion.
Ja, so, und man kann dann für sich später, wenn man zum Beispiel so ungeklärte Phänomene hat, ja, wenn man eben vom Patienten bestimmte Symptome geschildert bekommt und dann auch bestimmte Ursachen vom Patienten oder vermeintliche Ursachen vom Patienten genannt bekommt, kann man, wenn man diesem Schema folgt, versuchen herauszufinden, was ist jetzt eigentlich die konditionierte Reaktion. Ja, für den Patienten ist es ja egal, ne, ob es eine naturwissenschaftliche Erklärung gibt oder nicht. Ja, der sieht nur, wenn ich das und das mache, habe ich die und die Beschwerden, ja, oder habe ich die und die Symptome. Aber für uns, wenn wir wissen, hier handelt es sich um eine Reaktion auf einen konditionierten Reiz, dann muss ich nicht versuchen, sozusagen ein anderes Medikament zu geben, um die Nebenwirkung zu reduzieren, sondern dann muss ich versuchen, eine Dekonditionierung zu machen. Ja, so, und das wissen unsere Onkologen auch sehr gut, weil es ist natürlich nicht nur der Krankenhausgeruch, auf den sich dann die Patientin konditioniert oder der Patient, sondern es ist schon die Vorstellung, dorthin zu gehen. Oder wenn man sich auf dem Weg befindet zum Krankenhaus. Ja, alle Dinge, die damit in Verbindung gesetzt werden, dass der Mensch zur Chemotherapie geht, können sozusagen den Wert des neutralen Reizes haben, der dann zum konditionierten Reiz wird. Es kann die Schwester sein oder der ärztliche Kollege, der den Tropf anlegt für die Chemotherapie. Ja? Und so haben viele Kliniken schon das Prozedere, um eben den Ausmaß oder das Ausmaß an Übelkeit zu reduzieren, dass sie versuchen, flexibel, ja, auf die Situation zu reagieren. Das heißt, es wird nicht immer derselbe Raum genutzt, wo der Tropf angelegt wird. Es ist nicht immer dieselbe Schwester. Es ist auch nicht immer derselbe Arzt, ja, der dabei ist, wenn sozusagen die Infusion gegeben wird. Es wird auch der Patient beraten, unterschiedliche Wege zu verwenden, um zum Krankenhaus zu kommen. Und vor allen Dingen wird der Patient über diesen Zusammenhang aufgeklärt. Ja, weil dieses Problem der Übelkeit so schwer sein kann, dass der Patient diese Therapie abbrechen muss, ja, weil er einfach mit dieser Übelkeit überhaupt und dem Erbrechen überhaupt nicht mehr zurechtkommt. Und dann ist natürlich das schon schwierig, ne? Also wie die Behandlung dann weitergehen soll. Und Sie wissen ja selber, was eine Krebserkrankung hinsichtlich der Lebensgefährdung bedeutet. So, und so kann man, wenn man diese Zusammenhänge kennt, herausfinden, wie man durch Verhaltensveränderungen schon im Vorfeld prophylaktisch bestimmte Nebenwirkungen verhindern kann. Ist das verständlich? Ja. Okay, dann gehen wir weiter. So, also nochmal zur Wiederholung. Ja, Zytostatika ist der unkonditionierte Stimulus und die Übelkeit ist die unkonditionierte Reaktion. Jetzt erinnert der Patient den Geruch des Krankenhauses, als er das Zytostatika bekommen hat, und aus dem neutralen Stimulus wird ein konditionierter Stimulus. Und der Krankenhausgeruch kann die Übelkeit hervorrufen als konditionierte Reaktion. Wenn jemand eine Übelkeit hat als unkonditionierte Reaktion, kann ich Medikamente gegen die Übelkeit geben. Ja? Wenn es eine konditionierte Reaktion ist aufgrund des Krankenhausgeruches, müsste ich den sozusagen permanent mit irgendwelchen Medikamenten versorgen, die gegen die Übelkeit sind. Ja, weil ja diese vielen neutralen Stimuli, ob es nun der Weg zum Krankenhaus ist, ob es das Krankenhaus an sich ist, ob es die Schwester ist, ob es der Arzt ist, selbst wenn es der Gedanke ist an diese Therapie, ja, kann sozusagen so stark konditionieren, dass die Übelkeit ausgelöst wird. Ja. So, und das bedeutet, dass man hier dann anders vorgehen muss und eben wie in der schon dargestellten Art diese Art der Konditionierung verhindern kann. So, nun hat man in verschiedenen Lernexperimenten versucht herauszufinden, wie lange es braucht, um überhaupt das Lernen zu erwerben. Und man sieht also, dass es sozusagen vergleichbare Kurven gibt, ja, wenn Sie sich vorstellen würden, Sie würden die jetzt drehen. Und zwar vergleichbare Kurven bezüglich des Erwerbes der Konditionierung und vergleichbare Kurven bezüglich des Löschens,
also der Dekonditionierung. Ja, das heißt, ich brauche sozusagen eine bestimmte Anzahl, um überhaupt zu dieser Konditionierung zu kommen. Und ich brauche auch wieder eine ähnliche Anzahl, um zur Dekonditionierung zu kommen. So, und das kann aber je nach Krankheitsbild variieren. Ja, zum Beispiel kennen wir aus der Suchtbehandlung, wenn jetzt jemand einen Alkoholismus hat und sich der Behandlung unterzieht, dass wir versuchen herauszufinden, welche neutralen Stimuli zu konditionierten Stimuli gekommen sind. Also das heißt, also wenn jemand zum Beispiel immer eine bevorzugte Kneipe hat, wo er hingeht, ja, dann wird genau der Weg aufgeschlüsselt, der sozusagen schon geeignet ist, um das Craving, also dieses unbedingte Verlangen, den Alkohol zu sich zu nehmen, jetzt schon hervorruft. Ja? Und so geht sozusagen der Patient mit dem Therapeuten gemeinsam diesen Weg und versucht erstmal nur herauszufinden, wann schon das Craving beginnt, beziehungsweise wann es in seiner Intensität zunimmt. Ja? Bis hin zu solchen Sachen, dass es bis zu dieser Kneipe führt und dem Moment, wenn sozusagen der Patient die Tür öffnet. Ja? Im weiteren Schritt erfolgt die Dekonditionierung dann so, dass dann der Patient versucht, dieses Craving auszuhalten, ja, also so ähnlich wie in der Phobietherapie, in der Konfrontationstherapie, und wartet, dass sozusagen das Craving nachlässt, weil er dem Reiz nicht nachgibt. Ja, also er löscht sozusagen die Assoziation dann zwischen dem neutralen Reiz, ja, und dem Nachgeben, nämlich Alkohol zu sich zu nehmen. Ja, und da können Sie sich sicher vorstellen, wie mühsam das ist, ja, jede einzelne Konditionierung zu löschen. Ja, und oftmals wird also dann, um eben sozusagen diese Löschung erfolgreich machen zu können, eher empfohlen, dann das Umfeld komplett zu verändern. Das heißt also, woanders hinzuziehen, ja, zu gucken, dass jeglicher Weg in irgendwelche Institutionen wie Restaurant oder Kneipe unterbleibt. Ja? Und dann auch zu gucken, dass man versucht, selbst wenn man im Supermarkt in der Spirituosenabteilung ist, dort sozusagen nie einzukaufen, sondern wenn überhaupt die Familie das noch machen will, was ja auch dann noch eine zusätzliche Frage ist, oftmals stellen sich die Familien so darauf ein, dass es überhaupt keinen Alkohol mehr gibt, dann wird es sozusagen niemals eingekauft von den Betroffenen, ja, um eben diese Konditionierungsprozesse gar nicht erst wieder auflackern zu können. Ja. So, und das illustriert das, wie sozusagen diese Löschung funktioniert und dass das also ungeheuer schwer ist. Ja. Und sicherlich können Sie sich vorstellen, umso länger das dauert, ne, also der Krankheitsverlauf, umso schwieriger ist auch die Löschung. Und deswegen sprechen wir eben bei Suchterkrankungen auch wirklich von chronischen Erkrankungen. So, jetzt einige wichtige Prinzipien, die auch gerne im Physikum gefragt werden. Also da würde ich Ihnen schon empfehlen, das regelrecht auswendig zu lernen. Die ursprüngliche Auffassung von Pavlov, dass die klassische Konditionierung als Integration neuer Reize in ein bestehendes Reflexsystem zu sehen, besteht bis heute. Ja, und man sieht aber, dass es nicht nur eine zeitlich-räumliche Kopplung ist, also dass sozusagen das nicht nur passiert, wenn jetzt das unmittelbar erfolgt, der neutrale Reiz unmittelbar mit dem unkonditionierten Reiz sich koppelt, sondern dass es manchmal auch der Informationsgehalt des konditionierten Stimulus ist, sodass es schon reicht, nur daran zu denken und schon kann es zu dem Phänomen führen. Ja? Sie kennen das vielleicht auch, wo wir sehr leicht konditionierbar sind, ist ja, wenn wir in Stresssituationen sind, wie zum Beispiel in Prüfungssituationen, und dass alleine der Gedanke daran, das und das muss ich noch machen, schon dazu führt, dass so eine gewisse Nervosität oder eine gewisse vegetative Reaktion entstehen kann. Ja, und umso häufiger man das macht, umso schneller ist natürlich auch die vegetative Reaktion. Hier ein Dekonditionierungsverfahren wäre in dem Moment eher sofort daran zu denken, was ich schon alles geschafft habe. Ja, also wir gehen später in der Vorlesung über Lernen nochmal drauf ein, aber ich will Ihnen das jetzt schon sagen, weil Sie ja permanent in der Situation sind,
Jegliche Art von eigener Verurteilung führt nur zu dieser ungünstigen klassischen Konditionierung. In dem Moment, wo Sie sich eher dafür beloben, was Sie schon alles gemacht haben und was Sie schon alles geleistet haben, wird diese Konditionierung zwischen Stressempfinden und vegetativer Reaktion, die ja einen negativen Einfluss auf die Konzentrationsfähigkeit haben kann, unterbunden. Ja? So, das heißt also, von Zeit zu Zeit mal gucken, was ich alles schon kann. Ja? Ist also sehr hilfreich. Ne? So, das bedeutet also, der Informationsgehalt spielt eine große Rolle bei der klassischen Konditionierung. Auch das sogenannte evolutionäre Prinzip der Preparedness, wie Seligman sagt, spielt eine große Rolle. Das heißt also, bestimmte Reizreaktionskopplungen können schneller gelernt werden als andere und sind auch löschungsresistenter. Ja, zum Beispiel Geschmack, Geruch und Übelkeit. Ja, also wenn sozusagen man in einen Raum kommt, wo es unangenehm riecht, wird man, wenn man jetzt neu reinkommt, das wahrnehmen, aber wir werden sehr schnell uns adaptieren an diese Situation. Ist es aber so, dass dieser unangenehme Geruch gleichzeitig verbunden ist mit irgendeinem negativen Erlebnis, vielleicht, dass man eine Kritik kriegt oder dass man abgelehnt wird, dann kann dieser unangenehme Geruch ausreichen, um genau wieder dieses Gefühl zu provozieren, was man hat, wenn man sozusagen sich abgelehnt fühlt. Also sowas wie Ärger oder Wut oder vielleicht auch Traurigkeit. Ja? Genau dasselbe mit Tiere und Angst. Sie kennen ja vielleicht diese oder haben schon mal davon gehört, von den Untersuchungen, dass Frauen leichter auf Spinnen und Mäuse reagieren. Also das ist nicht nur irgendwie so ein Hollywood-Trick, sondern das ist tatsächlich irgendwie nachgewiesen, dass wir wohl aus gewissen ontogenetischen Gründen sehr sensitiv auf dieses Ungeziefer reagieren. Und damit verbunden ist viel leichter, sozusagen eine Phobie gegen diese Art von Tieren zu entwickeln, als zum Beispiel eine Phobie gegenüber Elefanten. Ja? Sondern da ist schlicht und ergreifend, okay, ich sollte mich nicht zu nah in die Nähe dieser Tiere bewegen, aber es ist nicht unbedingt gleich so eine massive vegetative Reaktion, ja, als wenn jetzt sozusagen für manche eben deutlich wird, dass da eine Spinne im Raum ist oder eine Maus zu sehen ist. Ja, und das hat eben ganz klare ontogenetische Gründe, die noch in die Grauvorzeit der Urmenschen sicherlich zurückreichen, wo vielleicht diese Ungeziefer dafür verantwortlich waren, dass Krankheit und Tod existierte. Und die Frauen, die vorwiegend für die Erziehung auch schon und für das Umsorgen der Familie oder des damaligen Stammes verantwortlich waren, haben sich eben auch dafür verantwortlich gefühlt. Und das hat sich bis heute irgendwo erhalten. Ein anderer wichtiger Punkt, was auch die klassische Konditionierung betrifft, ist der Aspekt der Generalisierung. Das heißt, andere diesem ursprünglich neutralen Reiz und später konditionierten Reiz, ähnliche Reize, können ebenfalls konditionierte Reaktionen auslösen. Ja, das heißt also, Sie wissen ja selber, wenn es Ihnen mal passiert ist, dass wir in irgendeiner Prüfungssituation nicht so gut abgeschlossen haben, sind wir sehr schnell dabei zu generalisieren und zu sagen, hoffentlich gelingt mir die nächste Prüfung, obwohl die vielleicht ein völlig anderes Thema zur Grundlage hat, ja, was vielleicht mir viel, viel leichter fällt. Ja, aber alleine einmal dieses scheinbare Versagen erlebt zu haben, kann sehr schnell zu einer Generalisierung führen. Und da gibt es auch eine Untersuchung, auf die ich gleich noch eingehen werde, vom Little Albert, wo das nochmal ganz deutlich gezeigt wird. Und das Diskriminationslernen, das heißt also, dass konditionierte Reaktionen nur auf ganz spezifische konditionierte Stimuli erfolgen und wiederum andere oder ähnliche Reize können ignoriert werden. So, die klassische Konditionierung außerhalb jetzt des Forschungslabors können sich hier auf die hier angegebenen Erkrankungen beziehen. Zum Beispiel allergische Reaktionen können klassisch konditioniert werden. Jeder, der vielleicht schon mal mit einer allergischen Reaktion entweder selber oder im Freundes- oder Familienkreis konfrontiert war, kennt diesen Zustand, dass erst eine ganz geringe körperliche Reaktion erfolgt und die dann aber immer stärker wird und immer mehr zunimmt. Ja? Und das basiert auf klassischer Konditionierung des Endokrinsystems, sodass die Produktion bestimmter Allergene dazu führt, dass ich eine allergische Reaktion erlebe.
oder auch hinsichtlich der Geschmacksaversion, wenn man einmal festgestellt hat, dass man vielleicht auf ein bestimmtes Nahrungsmittel mit Erbrechen reagiert hat, vielleicht weil das Nahrungsmittel einfach nicht mehr gut war, nicht wahr? Hat man viele, viele Jahre meistens damit zu tun, sich überhaupt dem wieder zuzuwenden oder das wieder sozusagen essen zu wollen, weil man eben aversiv gelernt hat, darauf zu reagieren, aus einem gewissen Schutzmechanismus heraus. Auch da liegt eine klassische Konditionierung zugrunde. Oder in der Immunreaktion bezüglich der Zu- und Abnahme der Immunantwort des Körpers. Da kennen Sie von sich selber, wie ich gestern schon sagte, vielleicht die Situation, dass immer dann, wenn noch in der Schulzeit die Ferienzeit kam, viele Kinder mit Infekten reagieren. Ja, so, das heißt also, dass in dem Moment die Immunreaktion abgenommen hat, wenn der Stress nachgelassen hat und in dem Moment eben die Möglichkeit bestand, dann einen Infekt zu entwickeln. Ja, oder wir kennen es von Allergien, von der Psoriasis, also der Schuppenflechte als Hauterkrankung oder von rheumatischen Erkrankungen, dass eine übermäßige Immunantwort erfolgen kann, wenn der Mensch in Stresssituationen gerät. Ja? Und diese übermäßige Immunantwort kann dann wiederum je nach Veranlagung zu spezifischen Symptomen führen. Entweder, dass die Allergie zunimmt oder dass die Schuppenflechte zunimmt. Ja, also viele Patienten, die unter Psoriasis vulgaris leiden, berichten eben, dass immer in dem Moment, wo Stressepisoden in ihrem Leben sind und insbesondere soziale Stressoren im Leben sind, dass sie dann eine Verstärkung ihrer Symptomatik spüren. Interessant dabei ist es, und es ist dann wieder so dieser klinische Erfahrung, die man macht, dass es spezifische Stressoren sind. Das heißt also, dass wir es hier auch oft mit Menschen zu tun haben, die eine besondere Freiheit in ihrem Leben bedürfen und sobald sie sich eingeschränkt fühlen, sie dann diese Einschränkung als Stress erleben. Ja? So, das heißt also, dass wir hier, wenn wir mit den Patienten arbeiten, auch gucken müssen, wie das eigene Wertesystem sich von dem Wertesystem des Patienten unterscheidet. Das heißt also, das, was für sie vielleicht überhaupt keinen Stress darstellen würde, ja, pünktlich zu einer spezifischen Zeit dann und dann in der Klinik zu erscheinen, ja, ist vielleicht für diesen Patienten, der eher das braucht, dass er selber entscheidet, wann er sozusagen arbeitet, ein großer Stressor. Ja? So, und diese Freiheitlichkeit wird manchmal auch von den Dermatologen beschrieben als etwas, das sind unsere Zugvögel. Ja? Das heißt, die müssen irgendwie immer die Möglichkeit haben, wegzufliegen, wann immer es geht. Ne? Und würden dann sozusagen, wenn sie in relativ strukturierten Lebenssituationen sich befinden, dass sie eben meinetwegen einen Arbeitstag haben von 8 bis was weiß ich, 17 Uhr, sich in dieser Situation gar nicht wohlfühlen, sondern eher gestresst fühlen. Das heißt mit anderen Worten, wenn die vielleicht ein eigenes Unternehmen haben, wo sie selber entscheiden können, wann sie wo zu sein haben, wäre das für die möglicherweise viel stressfreier als für uns, wo wir das Gefühl hätten, vielleicht, ich muss permanent arbeiten. Ja? Also verstehen Sie den Unterschied? Ich will die beiden Wertesysteme gegenüberstehen, um Sie darauf zu sensibilisieren, dass Stress für den einen nicht unbedingt Stress für den anderen ist. Ja? Das heißt, in dem Maße, wie ich den Patienten kennenlerne, kann ich mehr und mehr einschätzen, warum das zu Stressepisoden kommt und muss dann eben sehen, wie ich diese Symptome behandle. Ja? Und oftmals wissen wir einfach zu wenig über diese Problematik der unterschiedlichen Verhaltensstile und der unterschiedlichen Wertesysteme und versuchen dann Symptome mit Medikamenten zu behandeln, mit dem Effekt, dass wieder neue Nebenwirkungen auftreten und wir wieder neue Medikamente geben, ja, und dann eben halt die Situation haben, dass wir den Patienten fast schon iatrogenisieren, um den Begriff zu verwenden, ne, der ja auch wichtig ist, um zu verstehen, was wir manchmal tun, wenn es auch eine gute Absicht hat. Oder auch das Problem der Toleranzentwicklung. Das heißt also, bei der Suchterkrankung, wie ich gestern schon anfügte, ist ja oft das Problem, dass ein Mensch, der einen Alkoholismus entwickelt hat, eine genetische Basis hat, dass er besonders viel Alkohol vertragen kann.
Ja. Und so wurden Untersuchungen durchgeführt in Mannheim, im Zentralinstitut für seelische Gesundheit, wo man Tieren, Mäusen, die eben dieses bestimmte Gen haben, Alkohol zugeführt hat. Und diese Toleranzentwicklung war möglich, so lange möglich, solange die Tiere in einer bestimmten Umgebung waren. Ja, das heißt also, ein bestimmter neutraler, ursprünglich neutraler Stimulus hat ihnen erlaubt, diese Toleranz zu entwickeln. In dem Moment, wo man diese Tiere in einen anderen Käfig setzte, verstarben die. Ja, das heißt also, die Toleranzentwicklung ist möglich unter bestimmten Bedingungen und kann verhindert werden, wenn man diese Bedingungen verändert. Heißt das mit anderen Worten, positiv ausgedrückt. Ja, und das bedeutet, dass eine klassische Konditionierung natürlich positive und negative Effekte haben kann. Es kann auch ein Schutzmechanismus sein, ja, so wie eine klassische Konditionierung ja auch sein kann, wenn ich zum Beispiel für mich gelernt habe, wenn ich jogge, kann ich meinen Stress abbauen. Ja, und dann weiß ich schon, okay, es ist wieder Sonntag, 11 Uhr, meine Zeit. Ja, dann weiß ich, da wird mein Stress abgebaut und damit komme ich dann gut zurecht. Ja, so und dann kann ich im, durch den Gebrauch von bestimmten, ja, wenn man so will, der Terminologie folgend, neutralen Stimuli, ja, durch die Verwendung bestimmter sogenannter neutraler Stimuli, helfen, dass man trotzdem gesund bleibt und den Stress gut verarbeitet. Ja, und eigentlich sollte ja Joggen mit Stress nicht unbedingt irgendwas oder Stressreduktion nicht unbedingt was zu tun haben. Man könnte ja sagen, oder für manche ist es vielleicht eher zusätzlicher Stress. Ja, so. Aber in dem Moment, wo man eben sieht, das ist etwas, was mir gut tut, ja, oder andere hören Musik oder wieder andere reden gern mit Freundinnen oder sitzen gern zusammen, üben soziale Kontakte und. Die Palette ist ja unendlich. Kann man das sozusagen für sich nutzen, um seine Stressempfindung zu reduzieren und dadurch wieder produktiver in dem zu werden, was die Aufgaben an uns stellen. Ja? Und das kann man also ganz bewusst für sich nutzen, wenn man diesen Mechanismus verstanden hat. Klassische Konditionierungen können auch in emotionalen Reaktionen auftreten, wie zum Beispiel in Phobien. Ja? Wir hatten eine Patientin, die unter einer schweren Darmkrankheit gelitten hat, einen Darmkrebs, einen Dickdarmkrebs. Und diese Erkrankung führte dazu, dass sie Schwierigkeiten hatte, den Stuhl zu halten. So, das war der ursprünglich unkonditionierte Reiz und die ursprünglich unkonditionierte Reaktion. Und sie hat also erlebt, dass sie in öffentlichen Verkehrsmitteln, das war damals noch in Berlin, in der U-Bahn, in eine sehr unangenehme Situation geriet, aufgrund dieser Erkrankung. Daraus entwickelte sich die Angst. Die Angst war in dem Moment der neutrale Stimulus, dass das immer wieder passieren könnte. Und auch nachdem eine erfolgreiche Therapie im Sinne von chirurgischem Eingriff und Chemotherapie erfolgt war und es keinen physiologischen Grund mehr gab, mit Durchfall zu reagieren, hatte sich das System so konditioniert, dass alleine schon der Gedanke daran, es könnte passieren, zu dieser Reaktion führte. Ja? Was dann wiederum im Weiteren die Folge hatte, dass sie versuchte, nicht mehr öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen, was dann wiederum ihren Aktionsradius einschränkte und wiederum Auswirkungen auf ihre Arbeit hat. Also Sie können sich vorstellen, da kommt dann so wie so ein Dominostein ein Steinchen zum nächsten. Ja? So und diese ganze klassische Konditionierung konnte unterbrochen werden, indem wir eigentlich nichts weiter gemacht haben, als dass wir gesagt haben, wir machen uns jetzt mal einen Plan, bei welcher U-Bahn-Linie in den U-Bahnhöfen Toiletten sind. Und dann fahren wir 3 Tage lang, 8 Stunden U-Bahn. Und es war gelöst. Das Problem war gelöst. Ja? So, das heißt, wir konnten in dem Moment, wo man ihr helfen konnte, die Angst loszuwerden, dass sie gegebenenfalls eine gewisse Selbstfürsorge leisten konnte und es lange genug immer wieder gemacht hat, ja, 8 Stunden, Sie können sich vorstellen, 3 Tage, ja, immer wieder U-Bahn. Ja, also das ist schon eine ganz schöne Sache. Da passiert dann schon einiges, ja, sowohl vegetativ als auch zentral nervös. Und es kam zu keiner einzigen Episode. Ja? Und das bedeutet, dass die Patientin dann gelernt hat, okay, die Zeit der Krebserkrankung ist ein für alle Mal vorbei. Ich kann wieder in ein normales Leben
zurückgehen. Ja, so, und wir haben bei dieser Therapie nichts weiter gemacht als eine klassische Konditionierung. Der neutrale Reiz, dass es irgendwo eine Toilette gibt, wurde sozusagen assoziiert mit dem Nicht-Auftreten der Episode. Ja, und damit war klar, ich kann U-Bahn fahren. Ja. So, oder auch die Gegenkonditionierung, die ich eben jetzt gerade schon dargestellt hatte, oder auch Dekonditionierung, folgt demselben Mechanismus und kann therapeutisch sehr gut verwendet werden. So, wie sieht das jetzt mit dem Immunsystem aus? Ich habe ja gestern schon mal so ein bisschen anklingen lassen, wie sich die Immunantwort zum Beispiel bei einer entzündlich-rheumatischen Erkrankung wie dem systemischen Lupus erythematodes zeigt. Und hier haben Ada und Cohn schon 1975 und später dann nochmal in Einzelfallstudien 1990 hervorragende Untersuchungen durchgeführt. Und zwar haben sie in einem Mäuseexperiment Cyclophosphamid gegeben. Das ist also ein Basismedikament, was in der Rheumatologie gegeben wird, um die übermäßige Antikörperproduktion zu hemmen. Ja, haben sie gekoppelt mit einer Saccharinlösung. Und aufgrund der Gabe des Cyclophosphamids kam es zur Reduktion der Antikörperproduktion. Jetzt wurde das verglichen gegen eine Gruppe von Mäusen, die statt dem Cyclophosphamid und der Saccharinlösung Wasser erhalten haben. Und natürlich gab es dann eine Erhöhung der Antikörperproduktion. Also diese Mäuse waren sozusagen Mäuse, die eben halt diesen SLE, diesen systemischen Lupus erythematodes, entwickelt haben. Dann gab es eine weitere Gruppe, die hat ausschließlich die Saccharinlösung erhalten. Und man hat gesehen, dass das eine Antikörperproduktion oder eine Reduktion der Antikörperproduktion hervorrief, sobald sich diese Lösung, diese Saccharinlösung konditioniert hat mit der Cyclophosphamidgabe. So, nun ist die Frage, wie häufig das nötig war, was würden Sie sagen, wie häufig das nötig war, bis sich sozusagen sowas konditioniert hat? Irgendeine Idee? Einmal, zweimal, dreimal, fünfmal, zehnmal, hundertmal? Erstmal keine Idee. Okay. Was Sie jetzt hier gesehen haben, ist so ein typisches Forschungsdesign, wo man versucht sozusagen, dass die eigentliche Experimentalbedingung zu kontrollieren gegen eben eine Kondition, gegen eine Bedingung, die ganz sicher nicht die Antikörperproduktion stoppen kann. Ja? So. Wir sehen, dass die, jetzt muss ich mal zurück, so, und wir sehen, dass in dem Moment, wo die Kopplung von Cyclophosphamid als unkonditionierten Reiz mit der Saccharinlösung als ursprünglich neutraler Reiz und dann zum konditionierten Stimulus, dass das zu dieser konditionierten Reaktion der Antikörperproduktion im Sinne einer Reduktion führte. So, das heißt also, dass unabhängig von unserem Bewusstsein das Immunsystem so lernen kann, dass die Antikörperproduktion gestoppt werden kann, obwohl die Maus nur eine Zuckerlösung erhalten hat. Und dieses selbe Ergebnis hat man dann in der Einzelfallstudie gemacht, die ich Ihnen gleich bringe. Aber bevor ich das bringe, möchte ich noch mal ganz kurz ein paar Begriffe einführen. Und zwar ist es hier so, dass wir hier von der Homöostase sprechen, das heißt also vom Gleichgewicht der physiologischen Körperfunktionen, wo eine Abweichung von diesem Gleichgewicht bezeichnet wird zu einer kompensatorischen Reaktion. Das heißt, wir haben in erster Linie eine Primärreaktion, die hier so schön mit dieser Kurve dargestellt ist. Ne, das heißt, hier kommt der Körper aus dem Gleichgewicht und dann findet er wieder zurück. Und von einer kompensatorischen Reaktion, wo, wenn der Körper sozusagen aus dem Gleichgewicht gerät, er versucht, gegen zu regulieren. Ja, diese kann dann zu einer antizipatorisch-kompensatorischen Reaktion werden, wenn
der Körper gelernt hat, dass es eine Assoziation gibt zwischen dem unkonditionierten Stimulus und dem konditionierten und dem neutralen Reiz, der dann zum konditionierten Stimulus wird. Und letzten Endes entsteht daraus die Toleranz. Das heißt also, wir können bestimmte Agenzien besser tolerieren und können dann nicht mehr so stark mit der Abweichung aus dem Gleichgewicht reagieren, sondern reagieren mit einer Toleranz. So, das ist eine Erklärung, wie verschiedenste Konditionierungsvorgänge, Lernvorgänge sowohl im ZNS als auch im autonomen Nervensystem, im Immunsystem und im endokrinen System funktionieren. Gucken wir uns jetzt das am Beispiel des Alkoholkonsums an. Wir sehen also, es gibt hier eine gewisse Abweichung vom Sollwert. Also man sagt ja immer so, dass man ungefähr so ein Bier oder ein Glas Wein trinken sollte, ja, um bestimmte gesundheitliche Prozesse sogar anzustoßen. So wird jetzt neuerdings immer gesagt. Und wenn da jetzt eine Abweichung folgt vom Sollwert, wenn es also wesentlich mehr ist, dann kann es im Körper zu einer kompensatorischen Reaktion kommen. In dem Falle ist dieser übermäßige Alkoholkonsum der unkonditionierte Stimulus, der zu einer unkonditionierten Reaktion führt. Wenn das sich jetzt koppelt mit dem neutralen Reiz der Bar oder Gaststätte, Kneipe und so weiter, also Umgebungsreize, kann es dann zu einer antizipatorisch-kompensatorischen Reaktion kommen. Antizipatorisch im Sinne dessen, dass schon vorweggenommen wird, dass ich gleich sozusagen mich an diesen Ort befinden werde, wo ich also dann mein Bier trinken werde und damit sozusagen ich dieses Craving, also dieses starke Verlangen schon hervorrufen kann. In dem Falle wird das Bier in Kombination mit der Bar zum konditionierten Stimulus und die antizipatorisch-kompensatorische Reaktion zur konditionierten Reaktion. Nehmen wir ein weiteres Beispiel, neben dem Immunsystem und neben der Sucht, vielleicht aus der emotionalen Reaktion. Hier haben wir ein Beispiel, Frau R. fährt mit ihrem Mann in den Urlaub, es ist heiß, das Auto hat keine Klimaanlage, es herrscht Stau, die Fahrt dauert ewig. Frau R. erlebt einen unangenehmen physiologischen Zustand mit Schweißausbrüchen, Herzrasen, Atemnot, Enge auf der Brust. Ihr Mann fährt auf einen Parkplatz, ihr Befinden normalisiert sich. Was ist hier passiert? Sie erlebt hier in dem Moment, wenn ich aus der Situation raustrete, werden meine Symptome weniger. Ja? Und schon beginnt die Konditionierung. Nur mit großer Beherrschung und vielen Pausen kann Frau R. die Fahrt in den Urlaub fortsetzen. In den folgenden Monaten entwickelt Frau R. zunehmend Angst in Situationen, aus denen man schlecht entkommen kann, also Auto, Bus oder Fahrstuhl. Das heißt, hier kam es zu einer Generalisierung. Ja, so das heißt, der ursprünglich unkonditionierte Reiz, da ich fahre mit dem Auto und ich erlebe jetzt eine vegetative Reaktion als unkonditionierte Reaktion, hat sich gekoppelt mit dem neutralen Reiz, dass es dort sehr heiß war, ja, dass dort Stau war, dass sie vielleicht dachte, oh, wir kommen nie an, ja, fühlt sich sozusagen unwohl. Und hat sich so gekoppelt, dass dann letzten Endes nur noch das Einsteigen in das Auto oder später auch in den Bus oder Zug dann zum konditionierten Stimulus wurde und sie sozusagen die Symptome auch entwickelte, wenn sie sofort nur einstieg in diese, ins Auto oder Bus oder Fahrstuhl, also in Situationen kam, aus denen sie schlecht rauskam. Das ist die Entwicklung der Agoraphobie. So, und hier spricht man also von der klassischen Konditionierung von Phobien. Wenn wir jetzt weitergehen, was die Generalisierung anbetrifft, wurde 1921 ein Experiment durchgeführt, was dann in die Literatur als historisches Experiment einging. Also Sie sehen diesen zeitlichen Zusammenhang, ne? Der Pavlov hat 1920 die klassische Konditionierung definiert und nur ein Jahr später wurden schon weitere Aspekte der klassischen Konditionierung definiert, die alle sozusagen in die Wissenschaftsgeschichte eingegangen sind. Und das ist hier dieses Experiment von dem Little Albert, der 11 Monate alt war und wo eine Konditionierung einer Rattenphobie
vorgenommen wurde durch Watson und Rayner. So, wir sehen also, hier ist eine Ratte gezeigt worden, die hat erstmal noch nicht so viel bei dem 11 Monate alten Kind hervorgerufen. Nun wurde das aber gekoppelt mit einem sehr lauten Ton, einem Gong, ne, der Angst erzeugt hat. In dem Moment war dieser laute Gong oder dieser laute Schlag der unkonditionierte Reiz, der eine unkonditionierte Reaktion hervorruft. Jetzt wurde eine Assoziation gebildet, in dem Sinne, dass dieser Gong gegeben wurde, als die Ratte gezeigt wurde. Und in dem Moment war das Kind in der Lage, mit Angst auf diese Ratte zu reagieren, obwohl er keinerlei schlechte Erfahrungen mit der Ratte gemacht hat. Also er hat weder die Ratte berührt, noch hat er irgendwie was anderes oder die hat ihm irgendwie bedroht oder so. Einfach nur die Tatsache, dass sozusagen dieser ursprünglich angstauslösende lautstarke Reiz konditioniert wurde mit dem Zeigen des Tieres, führte dazu, dass die Ratte Angst auslöste. Das heißt, in dem Moment wurde die Ratte zum konditionierten Reiz und löste die Angst als konditionierte Reaktion aus. So, man hat aber dann gesehen, dass nicht nur diese Ratte sozusagen die Angst auslöste, sondern dass auch andere Stimuli, nämlich die, die sozusagen vom Material her dem Fell ähnlich waren. Das heißt, man hat dann versucht, das Kind schon in die Situation zu bringen, die Ratte zu berühren, wahrscheinlich vermutlich mal als aus Dekonditionierungsgründen, um ihm zu zeigen, dass da nichts passiert, aber das war dann in dem Moment nicht mehr möglich. Ja, so, und so dass der Junge, sobald er auch nur ein Material berührte, ob es nun ein Mantel war oder ein Teppich oder sogar, wie da steht, Santa Claus, sofort mit Angst reagierte. Ja, so, das heißt also, dass wir hier sehen, dass diese Generalisierung auch verantwortlich sein kann als Erklärung für eine sehr schwere psychische Erkrankung, eine sogenannte generalisierte Angststörung oder so, wie wir sie gestern gefunden haben, als eine ängstlich selbstunsichere Persönlichkeitsstörung. So früh kann das schon beginnen. Ja, ist das verständlich, wie sozusagen Konditionierungs- oder Lernprozesse schon Störungen vorbereiten können, die den Menschen dann das ganze Leben begleiten? Und hier sprechen wir vom 11. Lebensmonat. Ja, ne, und von der Warte her wird uns dann dadurch natürlich auch immer deutlicher, wie umsichtig wir, wenn wir mit Patienten arbeiten, sein müssen, um sozusagen die verschiedenen Einflüsse zu erfassen, die der Patient in seinem Leben hat und die letzten Endes zu einer Störung, zu einer Krankheit führen oder so, wie meine erfahrenen rheumatologischen Kollegen immer sagten, die Krankheit ist immer der Effekt eines langen Weges. Ja, so, da ist also viel passiert, bis es überhaupt zu einer Krankheit kam. Und wenn Sie so vielleicht an Ihre ersten Physiologievorlesungen denken, wo Ihnen gelehrt wurde, wie viele Gesundungs- und Hemmungsmechanismen unser zentrales Nervensystem und auch unser autonomes Nervensystem hat, da muss schon eine Menge passieren, bevor wir mit Krankheit reagieren. Ja, also da ist schon unwahrscheinlich viel notwendig, diese vielen Hemmungs- und Gesundungsprozesse unterlaufen zu können. Ja, so, und das ist zum Beispiel eine Erklärung, wie das schon passieren kann, dass sozusagen eine ursprüngliche Koppelung von einem unangenehmen lauten Reiz mit einem erstmal nur neutralen Reiz letzten Endes zu so einer generalisierten Angststörung führen kann. So, Gegenkonditionierung, um das nochmal sozusagen rein wissenschaftlich zu beleuchten, was ich Ihnen ja schon unter therapeutischen Konditionen gezeigt habe, wäre dann zum Beispiel Reiz A führt zu einer Reaktion A als unkonditionierter Stimulus und unkonditionierter Reaktion. Dann nehme ich einen Reiz B als unkonditionierten Stimulus dazu, der zu einer weiteren unkonditionierten Reaktion führt, die aber inkompatibel mit der Reaktion A ist. Und versuche mehrfach beide Reize, also Reiz A und Reiz B, zu paaren, was dann letzten Endes dazu führt, dass Reiz A zu einem konditionierten Stimulus wird
und eine konditionierte Reaktion als B sozusagen hervorruft oder eine Reduktion der Reaktion A. Das heißt also, nehmen wir mal das mit dem Trinkverhalten, wenn jetzt als Reiz A der Alkohol, der übermäßige Alkoholgenuss, ein Zustand der Übelkeit und des Erbrechens hervorgerufen hat und jetzt als Reiz B, wie man das früher mal in Untersuchungen in der Charité gemacht hat, ein Medikament gegeben wird, was auch Erbrechen hervorruft, dann kann sozusagen der Alkohol, wenn der sich koppelt mit dem Reiz B, also mit dem Medikament, dazu führen, dass alleine schon das Ansehen des Medikamentes zu einer Übelkeit führt und damit zu einer unerwünschten Reaktion. Ja? Was wiederum bedeutet, dass sozusagen der Alkohol eher bewertet wird als unerwünschter Stimulus. So war die Theorie, hat auch für eine Weile gehalten, aber hatte keine Langzeiteffekte. Ja, hat jemand eine Idee, warum diese ja doch relativ kluge Herangehensweise keine Langzeiteffekte haben kann? Ja, also nochmal, es wurde versucht, sozusagen einerseits Alkohol übermäßig demjenigen zu geben, der alkoholkrank war, sodass er eine Übelkeit verspürt hat oder ein Erbrechen, mit Erbrechen reagiert hat, und dann einen anderen Tag ein Medikament zu geben, was auch Erbrechen oder Übelkeit auslöste. Und das hat man dann gepaart miteinander in der Hoffnung, dass damit sozusagen die Übelkeit genutzt werden kann als Reaktion immer auf den Alkohol, sodass der Alkohol bewertet wird als unerwünschter Stimulus. Und es hat funktioniert, solange man das kombiniert hat, den Alkohol mit den Tabletten, aber es hatte keine Langzeitwirkung. Also es hatte keinen therapeutischen Effekt. Erstmal keine Idee, ist überhaupt nicht schlimm, das ist ja so, das zeigt nur die Komplexität des gegebenen Problems. Es ist natürlich so, dass der Alkohol, der ja sozusagen dann irgendwann zum Alkoholismus wurde, sich auch mit anderen neutralen Reizen gekoppelt hat. Ja, wie zum Beispiel, dass die Patienten sagen, immer wenn ich trinke, dann fühle ich mich entspannter und dann kann ich so sein, wie ich bin. Wenn ich nicht trinke, fühle ich mich immer so angespannt. Das heißt, dieses Gefühl, sich nach Alkoholgenuss auch entspannter zu fühlen, war letzten Endes stärker als diese Erfahrung, dass ich mit Erbrechen oder mit Übelkeit reagiere. Ja, und vielleicht kennt das auch der eine oder andere, wenn er mal ein bisschen zu viel getrunken hat, dass dieses unangenehme Ereignis ihn nicht abhält, das irgendwann später trotzdem zu wiederholen. Ja, eben einfach aufgrund dessen, dass andere Gegebenheiten auch eine Rolle spielen. Das heißt, hier muss man ganz anders vorgehen. Ja, hier muss man eben sehen, was für eine Funktion hat denn in dem Moment der Alkohol. Und wenn es die Rolle hat, den Stress zu reduzieren, muss ich den Patienten befähigen in der Therapie, dass er etwas lernt, was ihm hilft, den Stress auf eine andere Art zu reduzieren, sodass der Alkohol nicht mehr nötig ist. Ja, weil in dem Moment der Reiz oder die Assoziation Reizreaktion, Stress und Stressreduktion für den Menschen bedeutsamer waren als der momentane Zustand der Übelkeit. Ja, und da kommt es eben zu diesem, was wir vorhin gesehen haben, Diskriminationslernen, ja, wo der Patient diskriminiert und unterscheidet, welche Verbindung, welche Assoziation ist für mich jetzt bedeutsamer. Ja, und deswegen konnte das keine Langzeiteffekte haben, aber hinsichtlich der Gegenkonditionierung, wenn man jetzt eben wie gesagt Reiz A und Reiz B mehrfach paart, wie wir das gemacht haben in dem Beispiel von der Patientin mit dem Kolonkarzinom, Darmkrebs, ist diese Kombination sinnvoll. Aber man muss natürlich genau auswählen, welcher Reiz B der richtige ist, also welcher sozusagen auf das eigentliche Bedürfnis des Patienten trifft. Ja. So, dann gibt es auch den Begriff der aversiven Gegenkonditionierung. Das ist das, was ich Ihnen eben schon berichtet habe, wenn sozusagen der Alkohol mit dem Emetikum gekoppelt wird
und dann sozusagen tatsächlich zu Übelkeiten erbrechen führt und dann eben wirklich die Freude am Trinken verhindert, ja, und dann sozusagen die Übelkeit immer in Verbindung gebracht wird mit dem Alkohol. Aber wie gesagt, das war nur eine zeitlich begrenzte Konditionierung und konnte nicht überdauern, weil andere Konditionierungen einen stärkeren Einfluss auf den Patienten hatten. So, diese Gegenkonditionierung sind in verschiedenen therapeutischen Vorgehensweisen finden die Verwendung, zum Beispiel bei verschiedenen gesundheitsschädigenden Süchten wie Rauchen, Drogen, Alkohol oder auch sexuelle Perversionen, dann auch bei der Behandlung von nächtlichen Bettnässen, ja, haben Sie vielleicht schon gehört, wenn jetzt Kinder mehr als, also die älter sind als 2 oder 3 Jahre, noch einnässen, und dann wird so eine spezifische Hose verordnet, die also in dem Moment immer klingelt, wenn sozusagen das Einnässen beginnt, sodass der Patient dann aufgeweckt wird und dann sofort sozusagen die Wachheit als Gegenkonditionierung dagegen gesetzt wird und das Kind dann mehr und mehr lernt, auf seine körperlichen Signale besser zu achten. Oder auch die systematische Desensibilisierung bei Ängsten und Phobien, was eine sehr hohe Erfolgsrate zeigt. Die Probleme sind, dass bei Rückfällen natürlich Auffrischungssitzungen notwendig sind und auch, dass diese Auffrischungssitzung dann natürlich wieder neue Konditionierung benötigen, ja, die dann immer wieder gefunden werden müssen und dass das Erklärungsmodell zum Teil unvollständig sind, weil auch noch andere Lernprozesse als die der klassischen Konditionierung beteiligt sind. Zum Beispiel der Operantenkonditionierung, auf das kommen wir dann in den nächsten Vorlesungen, wo sozusagen, wenn Sie sich an die gestrige Vorlesung erinnert, zum Beispiel die übermäßige Zuwendung der Partner oder der Eltern, gerade jetzt bei dem Problem des Bettnässens oder dass die sogenannte Negativverstärkung, zum Beispiel wenn Eltern dann sehr stark schimpfen oder bestrafen, dann diesen eigentlich therapeutischen Effekt unterlaufen kann. Ja? Aber wie gesagt, dazu kommen wir noch morgen, wie dann die oder am Montag, wenn dann sozusagen es darum geht, wie die operante Konditionierung auf den Organismus wirkt. So, wie sieht jetzt zum Beispiel die klassische Konditionierung von Höhenangst und Agoraphobie aus? Oder machen wir das jetzt so, weil ich Ihnen ja dieses Video erst später zeigen will, würde ich Ihnen jetzt einen kleinen Ausschnitt aus einem Gespräch mit einer Patientin zeigen, die einen Alkoholismus hat. Sie werden diese Patientin nicht vom Gesicht aus sehen. Ja, deswegen darf ich Ihnen das heute auch zeigen. Und sie berichtet uns über einen Rückfall, ja, in dem sozusagen diese klassische Konditionierung dieses Rückfalls deutlich wird. Ja, kleine Sekunde, muss das hier kurz organisieren. Selbst behandelt sozusagen, ja, mit Medikamenten. Und das hat anfangs geklappt, dass Sie keinen Alkohol getrunken haben?
haben wegen der Medikamente? Nicht unbedingt. Also es hat tagelang gut funktioniert. Mein Körper hat sich dann aber wahrscheinlich doch an die Medikamente gewöhnt. Und ja, dann ging es einfach nicht mehr ohne Alkohol. So, dass Sie dann zwei Probleme hatten, dass Sie Alkohol und Medikamente eingenommen haben am Ende. Jetzt gibt es ja viele Menschen, die das über Monate und Jahre tun, Alkohol regelmäßig zu trinken. Was war für Sie der Punkt zu sagen, ich muss jetzt was unternehmen, ich muss in die Klinik gehen? Also wie gesagt, bei mir war das jetzt ein Rückfall. Vor Jahren habe ich dann gemerkt, dass es einfach nicht nur ein normales Trinken bei mir war, sondern also, dass ich schon süchtig war und den Alkohol brauchte. Selbst Situationen wie Stress, Probleme, Konflikte, ja, und da war das, oder Mut trinken sozusagen. Und irgendwann habe ich dann aber doch gemerkt, ich übertreibe. Also es war kein normales Trinken mehr, mein Glas Wein zum Essen oder abends mein Cocktail mit Freunden, sondern das ging dann schon in die Richtung, dass ich morgens schon Entzugserscheinungen bekam. So, dieses Beispiel, dieses kurze Beispiel einer sehr reflektierten Patientin, ja, das ist durchaus nicht die Norm unbedingt jetzt bei diesem Krankheitsbild, zeigt uns, warum zum Beispiel diese aversive Gegenkonditionierung, ja, die wir uns eben angeguckt haben mit der Gabe des Emetikums zusätzlich zum Alkohol, nicht funktionieren kann. Ja, sie hat uns eine Fülle von Situationen geschildert, die sozusagen für sie Gründe sind, den Alkohol zu sich zu nehmen. Ja, ist das für Sie verständlich? Ja, das ist eine ganz wichtige Sache, weil wir können ja manchmal, sind wir ganz froh, ja, wenn wir so eine Idee haben, wie man so eine Gegenkonditionierung machen kann, war eine ganz große Sache damals in der Charité und war aber sozusagen viel zu wenig, ja, weil so viele andere Konditionierungen bei dieser chronischen, schweren chronischen Erkrankung vorliegen, dass man da eben von verschiedenen Seiten ausgehen muss. Ja, und es hat sich wieder mal bewiesen, in der Therapie irgendwas Aversives machen zu wollen, das funktioniert nicht. Also man muss es immer im Sinne des Patienten machen und nicht versuchen, irgendwelche Negativreaktionen hervorzurufen, sondern eher Effekte hervorzurufen, die dem Patienten das Wohlbefinden steigern lässt. Ja, so gehen wir jetzt weiter zur Verhaltensebene. Wir hatten also das Immunsystem, wir hatten die emotionalen Reaktionen, wir hatten die Suchterkrankung und kommen wir jetzt zur Verhaltensebene und zwar Höhenangst und Agoraphobie. Da haben wir also als unkonditionierten Stimulus die Stresssituation und als unkonditionierte Reaktion die Angst. Ja, zum Beispiel auf einen Turm zu klettern oder wie bei der Patientin, wo ich Ihnen eben den Film bestimmt später dann zeigen darf, die also nicht mehr in der Lage war, in den ersten Stock auf den Balkon ihres Hauses zu gehen, weil sie eben sofort mit Angstsymptomen reagiert hat. Ja. So, und das heißt, das Besteigen eines engen Treppenhauses in einem hohen Turm zum Beispiel wäre dann ein neutraler Reiz. Wenn jetzt sich die Höhe und die Enge koppelt, dann haben wir sozusagen den konditionierten Stimulus, der die Angst als konditionierte Reaktion auslöst. Die systematische Desensibilisierung ist eine verhaltenstherapeutische Methode, die es gestattet, dass die Patienten ihre Angst verlieren. Das betrifft natürlich nicht nur die Höhenangst oder nicht nur die Agoraphobie, das kann auch eine Prüfungsangst betreffen und wird auch sehr erfolgreich gerade bei Prüfungsangst angewandt. Die Vorgehensweise ist die, dass man sich konfrontiert mit dem Angstreiz und zwar indem man eine Hierarchie von angstauslösenden Situationen aufstellt. Ja? Nehmen wir mal die Prüfungsangst. Man beginnt dabei nicht mit dem Tag der Prüfung, sondern man beginnt eigentlich mit dem Tag der Prüfungsvorbereitung. Ja, das kann Monate vorher sein, das kann Wochen vorher sein. Und bildet dann eine Hierarchie, wie sozusagen die Angst zunimmt. Ja? Also eine Hierarchie könnte zum Beispiel so aussehen, dass es heißt, ich setze mich an mein
Schreibtisch schlage das, nehmen wir mal, Anatomiebuch auf, weil das also von den Kommilitonen ihrer früheren Semester oder höheren Semester oft als die doch schwierigste Prüfung bezeichnet wird. Und es reicht mir schon, wenn ich nur das Buch aufschlage, dass ich spüre, dass mein Atem schneller geht und dass ich spüre, dass ich vielleicht anfange zu schwitzen und dass ich irgendwie denke, oh Gott, hoffentlich schaffe ich das überhaupt noch und emotional Angst empfinde. Ja, Sie merken, ich habe jetzt gemäß dem Sorgschema, das wir uns gestern angeguckt haben, bei der R-Variable, also der Reaktionsvariable, erst die physiologische, dann die kognitive, dann die emotionale und auch motorische Reaktion gekennzeichnet. So. Und nehmen wir mal an, die motorische Reaktion ist nicht, dass Sie weglaufen, sondern dass Sie also dabei bleiben und sich das also weiter angucken. Dann könnte eine nächste angstauslösende Situation sein, Blick auf den Kalender, Prüfungstermin kommt immer näher. Dann vielleicht eine nächste angstauslösende Situation, ich bin jetzt 2 Tage vorher, ich wache auf und kriege Angst. Dann die nächste Reaktion, es ist ein Tag vorher, ich versuche alles nochmal zu wiederholen, ich stelle fest, was ich alles nicht kann und gerade oder komme genau mit denselben physiologischen Reaktionen, die ich gesagt habe. Dann direkt, unmittelbar der Tag der Prüfung, ich verlasse die Wohnung, ich befinde mich auf dem Weg. Also ich nenne Ihnen jetzt einfach so die Situation, wie die Hierarchie so läuft. Ich betrete das Gebäude der Anatomie, ich gehe in den, weiß ich nicht, ersten Stock und ich befinde mich unmittelbar vor der Tür, vor dem Raum, vor der Tür, wo die Prüfung stattfindet, bis hin zu dem Moment, ich öffne die Tür, ich gehe in den Raum rein und ich nehme Platz. Ja, so. So, das heißt also, diese Hierarchie wird aufgelistet und dann wird ein Entspannungstraining erlernt, je nachdem, wie man das möchte. Für manche Menschen ist das autogene Training besonders tiefenentspannt, für andere ist es die progressive Muskelentspannung, für andere wieder ist es eine bestimmte Art der Bewegung, die entspannt, spazieren gehen, tanzen oder bestimmte Yoga-Übungen. Ganz egal, jedenfalls man erlernt eine Entspannungsübung und dann macht man Folgendes, man nimmt während der Entspannungsübung die leichteste, also am wenigsten angstauslösende Situation zu Bewusstsein, verlässt diese Situation wieder und entspannt sich wieder. Und das macht man so oft, bis diese angstauslösende Situation keine physiologischen Reaktionen mehr hervorruft. Was ist da passiert? Es ist nichts weiter passiert als eine klassische Konditionierung, dass der Gedanke an diese Situation Entspannung hervorruft. Wenn ich das jetzt mit jeder Situation mache, die ich auf dieser Hierarchie aufgelistet habe, werde ich letzten Endes relativ entspannt in die Prüfung gehen. Ist das verständlich, das Vorgehen? Ja, ich koppel sozusagen die vorher gelernte Fähigkeit der Entspannung mit der ursprünglich angstauslösenden Situation und verlasse aber sofort gedanklich die Situation wieder und entspanne mich wieder. Und erlerne damit, konditioniere damit, dass ich auf diese ursprünglich angstauslösende Situation mit Entspannung reagiere. Ja? Und das nennt man systematische Desensibilisierung. Ja? Wir kennen dieses Verfahren aus physiologischer Ebene bei der Allergiedesensibilisierung, ja? Wo ich sozusagen mit einem kleinen Agens anfange, mit einem kleinen Allergen anfange und das dann zunehmend steigere und der Körper lernt darauf mit Desensibilisierung zu reagieren, sodass ich dieses Allergen immer besser tolerieren kann. Ja? So, und so ähnlich ist, funktioniert das eben auch im zentralen Nervensystem. So, dann kann das natürlich auch nicht nur mit der Prüfungsangst, sondern auch mit solchen netten Tieren hier also gemacht werden, wenn das eben halt nötig ist. Wir haben aber auch eine andere Methode, das ist die direkte Konfrontation mit dem maximalen Angstreiz. Und hier passiert genau das Gegenteil. Hier wird man nicht allmählich sozusagen sich der Angst stellen, sondern wird direkt überflutet von der Angst. Ja, aus der
aus dem Wissen heraus, dass unsere Nebenniere nicht länger als 12 Minuten in der Lage ist, das Cortisol zu produzieren, was sozusagen in uns die Angst hervorrufen lässt oder spüren lässt. Ja, so, das heißt also, wir bringen den Patienten in die Situation, nachdem wir ihm das Rationale erklärt haben, dass er sich dem angstauslösenden Reiz gemeinsam mit unserer Hilfe aussetzt. Ja, und das sieht dann eben so aus, dass zum Beispiel diese Patientin, von der ich gesprochen habe und wo wir uns später den Film ansehen werden, auf den Balkon unseres damaligen Institutes, das war nun mal gerade der erste Stock, hinaustritt, gefolgt von mir mit der Kamera, nicht wahr? So, was also auch einen gewissen humorvollen Aspekt sozusagen hatte. Und ich bat sie dann, an das Geländer zu treten und mir zu sagen, wie stark die Angst ist auf einer Skala von 0 bis 10. Ne? So, sie hat das dann eingeschätzt, hat sich immer an der Hauswand sozusagen versucht zu halten und ich musste dann sagen, so, und jetzt treten Sie doch mal bitte ein bisschen näher an das Geländer. So, und das hat sie dann auch gemacht, hat dann gemerkt, wie diese Angst eben halt in dem Moment wirklich sehr stark war und war aber vorher gewillt, ne, durch die Aufklärung über das Rationale zu probieren, ob sie diese Angst aushalten kann und fühlte sich auch sicher, weil wir eine gute Beziehung miteinander hatten und sie sich sozusagen im Vertrauen, ja, an mich wandte. Das ist eine ganz wichtige Bedingung. Man kann das nicht einfach machen, wenn jetzt der Mensch das erste Mal zu einem kommt, sondern da muss schon ein Vertrauen da sein, bevor man so eine Konfrontationstherapie durchführt. So, dann ist sie auf diesem Flur, auf diesem Balkon, der ziemlich lang war, hin und her gelaufen. Und dann habe ich sie gebeten, doch mal nach unten zu gucken, was erstmal wieder die Angst erhöhte. Und zwar sehr direkt nach unten zu gucken und habe sie einfach nur gefragt, was sehen Sie denn da? Und dann hat sie beschrieben, was sie sah. Und nach circa 15 Minuten wurde sie erneut gefragt, wie ist denn jetzt die Angst? Ja, 3 bis 4 ist ja ein Ding. Ja, ist ja wirklich erstaunlich. So, und dann sind noch weiter rumgelaufen. Es ging so ein Balkon, der geht so, ich glaube, 25 Meter sozusagen um die Hauswand rum. Ja? War also ideal geeignet. Und sie machte die Erfahrung, dass sie zunehmend angstfrei an das Geländer treten konnte und auch runtergucken konnte. Und es machte ihr auch zunehmend Freude. Und man kann dann richtig in dem Film sehen, wie stolz sie war. Das heißt also, diese Kombination von, ich setze mich der Situation aus, ich schätze jetzt ein, wie die Angst ist und ich gehe mal in diesen Experimentierstatus, wie lange das bei mir dauert, bis die Angst weg ist, ja, hat ihr geholfen, die Angst zu verlieren. Ja, so, und das gucken wir uns dann, verspreche ich Ihnen, später nochmal direkt im Film an. Und das nennt man eben diese direkte Konfrontation, also Konfrontationstherapie, die auf dem Floating, der Reizüberflutung, basiert. So, und dabei wird eben halt auch die Konfrontation mit dem maximalen Angstreiz genutzt, so wie man hier sieht. Ja. So, was ist also, was passiert also hier in der Therapie? Das heißt, wir haben die Stresssituation als unkonditionierten Stimulus, die die Angst auch nach sich zog, zum Beispiel bei der Besteigung eines Balkons in der Etage eines Hauses. Der neutrale Reiz war die Höhe, die auch die Angst auslöste. Und dieser neutrale Stimulus wurde dann zum konditionierten Stimulus, der ursprünglich sozusagen die Angst ausgelöst hat. In dem Moment, wo ich mich konfrontiere, während sich der Patient sich in dieser Höhesituation befindet und auch Lob bekommt für das, was sozusagen er jetzt gerade leistet, kommt es zu einer Angstreduktion. Und in dem Moment wird sozusagen der ursprünglich neutrale Stimulus, also das Besteigen eines Balkons, zu einem regelrechten positiven Verstärker und es erfolgt eine Umkehr der Reaktion, nämlich eine Angstreduktion. So, das wie gesagt kommt später. Das Zusammenwirken von klassischer und operanter Konditionierung spielt in der Therapie eine sehr große Rolle und auch in der Diagnostik. Und ich möchte sofern jetzt erstmal was dazu sagen, dass die klassische Konditionierung immer das Reizreaktionsschema umfasst. Das heißt also, wenn Sie sich an das Sorgschema erinnern, ne, Sie hatten S-Stimulus, O-Organismus, R-Reaktion. Das sind die Komponenten, die die klassische Konditionierung umfassen. Und danach hatten Sie nach der Reaktion die Konsequenz, vermittelt über die Kontingenz. Ja, das wäre sozusagen die Assoziation, die wir als operante Konditionierung bezeichnen.
So, und auf die kommen wir dann am Montag zu sprechen. So, die klassische Konditionierung, um eine Zusammenfassung zu geben, ist also eine Grundform des sogenannten assoziativen Lernens. Es hat nichts mit bewusstem Lernen zu tun, wie uns auch das Video der Patientin mit dem Alkoholismus zeigte, sondern es erfolgt im Unbewussten, das heißt, es ist eine Grundform des assoziativen Lernens. Die Zusammenhänge zwischen den Ereignissen, also dem unkonditionierten Stimulus und dem neutralen Stimulus, führen zu einer Reaktion und damit zu einer Verhaltensänderung oder zu einer Änderung im Immunsystem, zu einer Änderung im endokrinen System, im ZNS oder auch im peripheren System. Und der Lernvorgang ermöglicht Vorhersagen über die Zusammenhänge von Ereignissen. Ja, deswegen diese Aussage unserer Rheumatologen, die Krankheit ist immer das Ende eines langen Prozesses. Das heißt, wo viele dieser Assoziationen notwendig waren, damit sozusagen der Körper überhaupt krank werden konnte. Ja, in Anführungszeichen. Das ist natürlich kein positives Ereignis, aber dass das überhaupt möglich ist, ist schon, wenn man sich die ganzen Hemmungsprozesse, wie der Mensch eigentlich aufgestellt ist, anschaut, verwunderlich. So, die klassische Konditionierung ist beteiligt am Erwerb vieler gesundheitsschädigender Reaktionen und Verhaltensweisen, und diese Mechanismen der klassischen Konditionierung können auch zur Behandlung eingesetzt werden. Ja, das sind erstmal so die wichtigsten Dinge. Fürs Physikum, wie gesagt, bitte gucken Sie sich an Generalisierung, Diskriminationslernen. Gucken Sie sich ganz genau diese Bezeichnungen an, ja, unkonditionierter Stimulus, unkonditionierte Reaktion und so weiter. Ich habe Ihnen jetzt etliche Beispiele gebracht, weil das ist also bevorzugt, dass dann immer so ein Beispiel erscheint in den Fragen und dann soll man das zuordnen. Und derjenige, der sich die Begriffe eingeprägt hat, für den ist das eine sehr einfache Frage dann. So, jetzt zurück zu unserer Prüfungsfrage. Krebskranke erhalten zur Tumorbehandlung oft Medikamente, also die sogenannte Chemotherapie, die als Nebenwirkung Übelkeit auslösen können. Manche Patienten entwickeln im Lauf der Therapie allein schon dann Übelkeit, wenn sie vor Beginn des Behandlungszyklus den Geruch des Krankenhauses wahrnehmen, genannt auch antizipatorische Übelkeit. Dieses Phänomen lässt sich durch klassische Konditionierung erklären. Worin besteht in diesem Beispiel der unkonditionierte Stimulus? Angst vor der Behandlung, A. B. Chemotherapeutisches Medikament, C. Übelkeit als Folge des Krankenhausgeruches, D. Übelkeit als Folge des Medikamentes, E. Wahrnehmung des Krankenhausgeruches. Wer ist für A? Keiner. Wer ist für B? Sehr gut. Wer ist für C? Okay, meine Bemerkung hat natürlich jetzt alles gecrasht, ist klar. Also B ist richtig, ne? Es ist das chemotherapeutische Medikament. So, da wir noch ein klein wenig Zeit haben, würde ich mal sagen, wir können ja mal gucken, wie wir jetzt die einzelnen Sachen einschätzen. Was würden Sie sagen? Was ist die Angst vor der Behandlung? Es könnte ein unkonditionierter Reiz sein, es könnte aber auch ein neutraler Stimulus sein. Ja? So, was ist die Übelkeit als Folge des Krankenhausgeruches? Wunderbar. Und die konditionierte Reaktion, was ist die Übelkeit als Folge des Medikamentes? Ja? Wunderbar, unkonditionierte Reaktion. Und was ist die Wahrnehmung des Krankenhausgeruches? Richtig, neutraler Stimulus. Sehr gut, wunderbar. So, dann danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wir sehen uns am Montag wieder. Schönes Wochenende.